In diesem Video. Ja, so in etwa. Oh shit. Moin Freunde und damit herzlich willkommen zu Pokémon Purpur mit Rubin und wir sind wieder am Start in der, oder zu der Richtung der normalen Arena. Wir werden jetzt hier weiter erkunden endlich, nachdem wir 50 Stunden was anderes getan haben. Hust, hust, hust. Dementsprechend Montana and let's go. Mal sehen, was wir hier so schön auf den Bergen finden. Leckeren Pudding. Ja, genau, Rubin. Genau. Ja, genau, leckere Monty-Pudding. Mhm. Auf den Bergen leben wir. Auf den Bergen leben wir. Hier ist ein Rubin von Rubin, aber Rubin will den Rubin nicht, also müssen wir den Rubin leider in Ruhe lassen. Joho. Warum tut sie mir das an? Das Shiny Flamingo hat Rauflos, Bombal und Kampfattacken treffen auf Geist-Pokémon. Boah, ist okay, die Fähigkeit. Also, ja, die ist gut, ja, so ist es nicht. Verstehen wir nicht falsch, aber. Brauchen, naja. Ich darf das sowieso nicht einsetzen. Warum? Ach ja, neue Gen, ne? Oh, ja. Schmerz, Rubin. Schmerzt es schön? Schmerzt es, Rubin? Schmerzt es? Naja, ich hab's umsonst bekommen. Du hast für Lucario Schnauze lange gebraucht. Und zweitens, dass du Lucario hier nicht einsetzt. Oh mein Gott. Ja, aber sobald ich durch bin mit dem Spiel, setze ich Lucario ein. Ja. Er macht die Welt damit unsicher. Kannst du ja auch. Ja. Pelzepupp. Was ist das denn? Das ist eins aus der... Ich weiß, aus der Schwertschild. Oh, ich glaube, das war Fee Unlicht. Jupp, aber es hat keine Schnitte gegen mich. Denn Mojin ist der junge Gott, den wir hier vor uns stehen haben. Okay, Voltrian hat ein Problem. Da muss ich Lea reinbringen. Der junge Gott. Ja, Voltrian ist halt das Problem, ne? Mit seinen Fähigkeiten und. Ja, es ist Zapdos auf mich gestellt, ich weiß. Oh, stimmt, das ist jetzt Zapdos auf Wish. Ich hab den Pokémon wieder verwechselt. Irgendwie gibt's hier einige Pokémon auf Wish bestellt. Flamingo ist der Raptor auf Wish bestellt. Ja gut, was sollen sie sich um Leute einfallen lassen, wa? Müssten sie schon einen neuen Typen reinbringen. Typ Erdbeere! Let's go! Setz Erdbeere ein! Oder typ Frucht! Genau, setz Erdbeere ein. Das ist ja seltsamer. Es wird ja erzählt, dass es Typ Licht irgendwann geben könnte. Nein, wir nehmen Typ Frucht. Wir nehmen Typ Frucht. Leute, Typ Frucht ist geil. Das, da ist Knapfel drunter. Ja, der benutzt den Samenbombe. Weil, er hat Samen. Und kann damit bestimmt auch sprühen, whatever. Kernbomber als Attacke. Zusätzlich kann er noch Säure, Schuss, Feuer, whatever. Und Apfeltaschen. Als Fähigkeit. Das wird immer seltsamer. Ja, Fähigkeit Apfeltasche. Heißt, du kannst keine Verbrennung mehr bekommen und schmeckst gut. Ist doch eine nice Fähigkeit. Es wird seltsam. Das ist doch nicht seltsam, ist doch total normal. Also ich find's normal. Typ das Apfel, ist hier falsch manchmal läuft. Aber Typ Frucht wäre doch was Geiles. Schöne Frucht als Pokémon. Fragt deine Zuschauer. Wollt ja, die wissen's ja. Ja, die wollen's. Die wollen's. Die haben mir schon privat geantwortet, ohne dass sie jemals hier wussten, dass sie mir antworten können. Die haben dir privat schon gedankenmäßig erzählt, sie wollen Typ Frucht haben. Ja. Nicht Typ Licht, sondern Typ Frucht. Ja, Typ Frucht ist halt der bessere Typ. Typ Frucht ist unterwegs. Typ Frucht und Typ Gemüse. Was kommt denn doch alles?
Typ Getränk. Da gehören denn alle Wassergetränke hinzu? Ist da auch irgendwann eine Trinkflasche, gegen die man kämpfen kann? Ja. Und die heißt denn Sprudelwasser. Ich glaube, wir brauchen mal eine Pause. Findest du, ich finde mich normal. Ich glaube, mein glaube Kopf geht's nicht, gut. Dass es dein Kopf nicht geht. Rubin labert nur. Das wären total die besten Elemente überhaupt. Kreativität on point. Machen wir Sorgen. Weswegen denn Rubin? Verstehe ich gar nicht. Versteht das irgendjemand? Warum macht sich Rubin nur Sorgen? Darum ist doch total normal. Ja. Jetzt meckern wir nicht so viel über meine Typenkombination rum, ja, Typ Fruchtgemüse. Ist schon was Geiles. Das könnten wir auch zu diesem, das neue Pokémon machen, was so die Chili darstellt. Typ Fruchtgemüse. Ja, das stimmt auch wieder. Ja, es ist so. Ich weiß einfach, wie man das Spiel rumkriegt. Wenn man mich nicht einstellt, dann ist das schon traurig. Die Frage ist, wer sich einstellt. Ja, zum Game Designer. Ich glaube, da würden die gruseligsten Sachen rauskommen. Nein, Notuska ist Unlicht. Oh, ich hasse seinen Typen. Bitte mach keine Unlichtattacke. Na, danke schön, du Arsch. Ja. Halt ein Typ Unlicht. Pflanzenmon, ne? Ist schon kacke. Ist schon was anderes. Ist halt so wie Cat. Nur dass Cat besser ist. Cat kann nämlich noch Käfer tanken. Die sind unterlevelt. Bäm, Noctuska, voll ins Gesicht. Na, hat's wehgetan? Los. Das ist auch geil. Was? Die Pokémon haben sich gerade überlagert, weil ich die EP bekommen habe und im Pokémon-Menü waren, haben die sich einfach überlagert. Oh nee, nicht Schlickdri, Alter. Da hätte ich ja gleich bei Samenbombe bleiben können. Jetzt kommt die Dreier-Taffy-Kombination. Oh, Taffy hat sich aber nicht gut entwickelt, du. Ja. Sieht so aus, als ob er viel Mitleidenschaft gezogen wurde. Kann ich verstehen. Hey! Was soll das heißen? Einiges. Die Leute wissen Bescheid. Oh, oh, oh. Hallo. Der schimmelt also in deiner Box. Ja, Taffy geht's gut. Taffy geht's ganz gut. Auch wenn er nicht antwortet, ihm geht's immer gut. Oh, hier Leben ist ein überhaupt noch in deiner Box. Ja, 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 ja. Was ist das denn? Wo zum Teufel bin ich? Okay. Das ist irgendwie eine Höhle, aber auch irgendwie nicht. Ey, jetzt ohne Scheiß, das ist eine Höhle, die auch nicht wie eine Höhle ist. Aufzughöhle, kann man sagen. Ja, so in etwa. Oh shit. Ja moin. Ja, Mojin, you one-hitted. Ja, danke schön, du kleiner Lutscher. Alles klar. Warte mal. Ist das tot? Ja. Ihr wisst, was das heißt. Ich muss nur ein anderes Pokémon reinnehmen.
Ja. Weil, warte mal, Elektromon hatten keine zwei Leben gehabt, oder? Nee. Das war ja nur, dass du mehr Tränke einsetzen darfst. Exakt. Oh Gott. Naja, Mojin ist aber auch tatsächlich nicht so stark. Ich nehme mal Giftspitzen weg und hab einfach Toxin. Mojin, muss ich sagen, ist echt einer der Teammitglieder, die schwach sind. Ja, so leid es mir tut, mein Freund Mojin. Es wird Zeit, nach sehr langer Zeit Abschied zu nehmen. Wenn ich ehrlich bin, irgendwie glücklich zu sein, weil wie gesagt, Mojin ist schon raus. Zu schwach. So, machen wir mal auf eine Ehrenbox, nämlich die Ehrenbox 16. Ja, dann haben wir jetzt wieder Auswahl für was Neues. Drache normal. Warte mal, ich habe Drache normal. Entwickelt sich eigentlich Topia weiter? Nein. Das ist schon scheiße. Das ist eigentlich so eine Pflanze. Na gut, Elektro. Ja, Elektro brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich könnte so eine Frosch nehmen. Mit was? Die von. Hier die Kaulquappe, die zu diesem Elektrofrosch wird. Oder du nimmst den Wurm. Genau. Ach, das Ding. Aber was ist denn das sonst für ein Element? Wasser oder nur Elektro? Und nichts weiter, oder wie? Wie ich weiß, nichts weiter. Du musst ihm nur einen Dollarstein geben, dann entwickelt es sich. Ja, könnte man sich überlegen. Weiß. Dann hätten wir Voltrell als Pokémon. Wir könnten... Naja, Melly ist halt das doof. Nee. Fee? Dann haben wir vielleicht... Okay. Was für ein Element bist du? Das kannst du nicht nehmen. Das ist von Schwert und Schild. Ah ja, stimmt. Das könnte ran, man rein theoretisch könnte ich auch nehmen, Knabbern, aber mache ich nicht. Was ist denn Feuerpummel? Achso, das darf ich nicht nehmen, weil Level 75. Neutrell. Oh, wir haben ganz viel Auswahl, ne? Ja, die Frage ist, es muss mir halt zu deinem Team passen. Jo, da muss ich mal gucken. Ja, Blip ist halt als einzig jetzt mit Elektro schon ganz gut. Hat aber Geist als Entwicklungsform. Oh, Lini, Wasser. Nee, Tarundel. Nee. Jo. Oh nein, Knattox. Stahlgift. Habe ich Gift eigentlich? Ich habe Gift und ich habe Stahl. Und du hast mit Belly Stahl. Wäre aber, glaube ich, eine sehr gute Wall. Von den Werten her. Weil ich guck erstmal, was aus Blitz wird oder dem Blip hier. Wie gesagt, du musst ihn nur einen Elektrostein geben, dann wickelt es sich schon. Wenn ich einen natürlich habe an der Stelle. Wo haben wir einen Donnerstein? Wir haben Donnerstein. 5 Stück sogar. So, Vanni. Ich überlege, ob ich dich reinnehme. Bitte sei also gut. Du, Wampitz. Es hat aber, glaube ich, eine gute Fähigkeit gehabt. Du musst mal gucken, was für eine Fähigkeit er hat. Gesundheit. Danke, danke, Papa. Oh, das mag ich nicht. Dann schauen wir mal bei Vanni rein. Fähigkeit, habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Statik. Ja. Es hat dann uns diese Dynamo oder Dynama-Fähigkeit. Nehme ich noch. Es hat eine spezielle Fähigkeit, nehme ich. Mhm. So, also er ist eher der Verteidigungstyp, habe ich gesehen, und Spezialangriff, was halt eigentlich in Ordnung ist. Also Verteidigung ist gut, weil unser ganzes Team ist auf Verteidigung nicht so gut ausgelegt. Aber dafür ist es super langsam. Ich habe übrigens noch ein Terra-Weight. Ja, warte, ich muss erstmal leveln kurz.
Damit wir wenigstens angepasst haben, sonst ist es ja ein bisschen unfair. Das ist nicht unfair, nein! So, gib ihm auch tatsächlich, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir, Fokusband hätten wir, Ewigstein, bla bla bla. Ja. Die Flinkklaue. Damit er ein bisschen schneller ist. Naja, damit der vielleicht die Chance hat, mal als erstes anzugreifen. EP-Bonbon M. Wie viel ist denn ein EP-Bonbon M? Level 16 auf jeden Fall. Okay, dann machen wir einfach mal, weiß ich nicht, 10 Stück. Ist das schon 32? Funkensprung, mal gucken, wie es mit den Statuswerten aussieht. Ja, eigentlich nicht so, aber definitiv besser eigentlich als Ladevorgang. Naja, nehmen wir erstmal raus. Ihr kannst ja nachlernen. Dreschflegel. Nee. Ladungsstoß, ja. Ist speziell. Genau, 80er Stärke. Definitiv besser als Donnerschock. Dann machen wir hier nochmal, weiß ich nicht, 5 Stück oder so. Meteorologe, was ist das denn? Sind wetterabhängig. Ja, ist sie, ich weiß, die Attacke von Formio, die spezielle. Ja, und aber ist vom Wetter abhängig. Ich weiß jetzt ja nicht. Hört sich ja nicht mal so schlecht an. Ist auf jeden Fall besser als Lehmschuss. Und Bodenattacken brauche ich jetzt nicht so sehr auf das Pokémon. So, bis 40 mag ich das mal. Elektrofeld, das ist gut, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ah, wird sich mein Rotom freuen. So. Naja, dein Rotom wird sich auf jeden Fall freuen, wenn ich das nutzen würde als Attacke. So, und damit wir mal Vanni gleich mal ausprobieren, setze ich nur mal ganz nach vorne geschmeidig. Also Mojo, an der Stelle, ja, tut mir echt leid. Wie gesagt, war jetzt an Kravels Seite doof. Ja, mach doch. Mach, mach. Aber dann müssen wir durch. Passiert, ne? Was leider, wie gesagt, nicht defensiv gut ausgestellt. Ich glaube, defensiv war sogar Mojo eins der schwächsten von meinem Team aus. Offensiv war es jetzt ohne überkrass, also glücklicherweise ist es kein anderer. Komm, wir probieren es einfach mal. Was ist denn das für ein Typ? Normal. Normal. Ich. Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt YOLO. Ich mach gerade auch YOLO. Ach, aber so. Richtig YOLO. Richtig YOLO. Ja, wenn schon, denn schon, ne? Wenn ich den vernichte, dann richtig. Ja, Waits hört ja die Pokémon sowieso auf dich, das ist ja gut, egal auf welchem Level. Ja, die hört so oder so auf mich, weil der bei mir geboren wurde. Dann habe ich schon ausprobiert, Rubin. Das stimmt auch wieder. Aber es ist seit dem Update, glaube ich, so. Da gab es irgendwie Fehler, dass Pokémon sich nicht erkennt als Fehler mehr. Da! Ich liebe Lucario in Shiny-Form. Voll, zwei Shinies. Warum hat die eine Form meine Haare? Also, mach mal meine schlechteste Attacke, ja? Mach mal Ruckzuck-Hieb. Ja. Gut, was erwarte ich, ne? Was erwartest du? Ah, oh, das ist schön. Aber schon sagen, schon geil. So. Oh, da ist ne Münze. Genau, und wieder Schlagbohrer als TM. Sehr nice. Oh nee, jetzt ist hier schon wieder ein Sturm im Sturm. Lass mich hier
Ruhe, du scheiß Elektron. So, und wehe, jetzt kommt irgendjemand von der Ecke mit einem Krawel, das One-Shot macht. Ja, Hytera ist in Ordnung. Dafür haben wir ja Vanni da. Und wehe, Vanni, du bist schlecht. Auch wenn ich bisher deinen Terra-Typen noch nicht gebraucht habe. Vom Geist-Typen. Gut, okay. Hytera ist nur ein bisschen schwierige Wahl. Das ist ja speziell aufgestellt. Defensiv. Schwierig. Aber Vanni hält auf jeden Fall sehr viel aus. Gut, dann brauche ich Kampf am besten und ich habe keine Kampfattacken mehr. Obwohl, vorher hatte ich auch keine Kampfattacken, weil ich glaube, mein Pokémon hatte keine bekommen. Stahl würde aber noch holen. Hast du nicht Armstrong oder sowas gehabt? Ah, hätte gar nichts gehabt. Der hatte Schaufler, Donnerschock, glaube ich noch, oder Donnerblitz. Also, die Attacken waren nicht ultra krass geil. Ich kann ja nochmal gucken, aber ich glaube, ultra krass geile Attacken hat der auf jeden Fall nicht. Wait. Hytera hat doch auch den... Ah ne, hat er nicht den Feentypen. Oh. Gut, ich dachte, Hytera hat den Feentypen. Bin eigentlich davon ausgegangen, tatsächlich. Das ist dann voll auf. Oh moin. Einfach mal fast 5000 EP für so ein fettes Hytera. Ist ja auch ein Hytera. Das stimmt. So, jetzt nochmal gucken. Warte mal. Pokémon Box. Ich probier mal was. Wo ist er denn? Da ist er. Also, Mojin hat als Attacken. Ja, Funkensprung. Überleg mal, Funkensprung bin ich mit durchgelaufen. Und der hat eine 58er Verteidigungsbase gehabt. Dass der umgekippt ist, ist kein Wunder. Was hat jetzt Vanni für eine Verteidigungsbase? 82, 88 und knapp 100 Spezialangriff. Also ist in Ordnung, finde ich. Der ist halt eher so Allround-mäßig ein bisschen defensiver aufgestellt, was ich gut finde. Ich habe mehr kennengelernt, Pokémon jetzt mit defensiver Seite eher zu spielen. Vor allem in Nuzlocke ist das wichtig. Leute, ist ein schwarzes Loch! Geht so tief runter. Ich sag doch, das ist Aufzug. Ja. Cool. Nintendo. Das ist halt kein schwarzes Loch, das ist Aufzugssystem. Ich glaube, das ist ein Backrubin. Hier sollst du, glaube ich, nicht runter. Da sollst du runter, da bin ich auch schon runtergesprungen. Als ob die das eingebaut haben, dass man da runterkommt. Junge, wie krank sieht das denn hier aus? Ich sehe doch nicht durch, wo ich war und wo noch nicht. Ich will erkunden und nicht Rätsel spielen. Du willst Rätselspiele machen. Maul, Rubi. Spiele machen. Ah. Was war das? Notfall. Oh, Gastrodon, ja moin. Das ist schlecht. Das ist original schlecht. Ja, was machen wir gegen Gastrodon? Naja, ich überlege aber gerade, ob der irgendwelche anderen Attacken kann. Bodenattacken könnten mir zum Beispiel gefährlich werden. Wenn er jetzt ein Erdbeam hätte, ja? Wieso sollte der Bodenattacken kennen? Weil Bodenattacken fies sein können, Rubin. Ja, aber nicht gefährlich. Na doch schon. Ein Erdbeam. Von Gastrodon oder Erdkräfte, meine ich. Kann schon gemein sein. Wieso hat die zwei mal Gastrodon? Ist die doof? Hm, was nehme ich wohl im Team? Ach ja, ein Gastrodon. Und was noch? Hm, vielleicht ein Gastrodon. Die andere Farbe vom Gastrodon. Ja, auch die andere Farbe macht nichts anders. Es ist ein Gastrodon. Ja, aber mit einer anderen Farbe. Wieso habe ich wohl verloren? Ich verstehe das nicht. Das macht gar keinen Sinn. Okay, hier noch rumgealbert. Das war jetzt schon frech von mir. Ich gebe zu, Leute, ich bin schon manchmal echt frech. Ah! Ha, 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 Karma. Eisstein.
Und Meditales. Ciao, Meditales. Sag dir, wenn du mich angreifst, Meditales, wären wir keine guten Freunde. Oh, nee, bitte nicht buggen. Danke. Oh, doch, bitte buggen. Alter, aber die, ganz ehrlich, ich bug wirklich im Gebirge. Alles klar. Nix gesagt. Oh, Alter. Hallo? Danke. Irgendwie... Läuft's heute bei dir? Ja, ich bug mich in allem rein. So, und du hast gesagt, hier runter soll man. Nachher beim schwarzen Loch. Man kann da runter. Ja. Du hast gesagt, man soll da runter. Man kann da runter. Das ist nicht, Leute, ihr habt alle gehört, man soll da runter. Ich meine damit, das ist kein Bug. Rubins meinte, ich muss da runter. Dann geh da runter. So, na, hast du Spaß am Kämpfen? Ja, total. 5 Trainer habe ich besiegt. Gib her. Expertengurt! Ehre. Ich glaube, Expertengurt war doch das, was ich jetzt noch richtig im Kopf habe, ne? Das ist sehr effektiver Attacken. Genau. Genau, Robin. Was für ein geiles Item. Tja, Rubin, würdest du die Trainer machen, würdest du auch so eine schöne Items haben. Ich bin faul. Ja, dann beweg deinen Hintern. Mach was. Mach ich. Naja, du machst nichts. Du bist ja nicht mal in meiner Nähe. Ich übertreibe es. Ja, ja, du bist schon wieder Level 16 oder so. Ne, 36. 36? Ja. Hä? 36. Ja, aber du warst ja eben Level 40, 50 oder so. Das war das Shiny. Ach so. Das Shiny ist auf 48. Und deine anderen Pokémon auf 30. 36. Oh. Ach so, ich dachte schon, du hättest mich mit Leveln überholt, weil ich bin erst Level 44. Ich überhole dich nie mit dem Level. Nachtara hat doch blaue Ohren im Shiny, ne? Ja. Gut. Das sah vom Weiten gerade so aus. Hä, was? So kenne ich doch keinen Nachtara. Hat das nicht blaue Ohren? Aber nee, das ist, glaube ich, die Shiny-Variante. Achso, das ist ein Shiny-Nachtara oder was? Wäre jetzt witzig gewesen, aber nee, krieg ja so ein Glück nicht. Das ist normal. Das ist naja, ich krieg's halt so kein Glück. Ich werde halt immer allein gelassen mit sowas. Ich find's schrecklich, Leute. Immer kriege ich keine Shinies. Deine Aufnehmpartnerin hat jetzt schon einfach nur 2 Shinies. Ja, du bist ja auch nur am Cheaten. Du bist ja schlimmer am Cheaten als Icke. Ja, die ist deutlich so schlimm am Cheaten. So schnell hast du schon dir schon den Namen des Cheatens erlangt. Ja, Rubin. Aber diese Folge werdet ihr heute noch nicht mehr sehen. Diesen Kampf werdet ihr nicht mehr sehen. Denn die Folge ist vorbei und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bis dann und ciao. Bye. Ciao, 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 ciao. Außer ihr kriegt ihn natürlich jetzt instant gekillt. Das wäre jetzt witzig. Okay, alles klar, ihr habt den Kampf nur gekriegt. Glückwunsch für euch.